Hallo liebe Kinder, ich bin Salka und ich habe heute eine Audienz bei einer Königin und habe mir dazu einen ganz tollen Experten geholt, den Roland. Hallo Roland. Hallo, jetzt muss ich gleich dazu sagen, das ist nicht irgendeine Königin, sondern das ist die Königin der Musikinstrumente. Das ist nämlich die Orgel. Weil du sagst Orgel, diese komischen Metalldinger und so, wie geht das da überhaupt mit dem Ton? Kannst du mir das mal zeigen heute? Deswegen bin ich ja hier und ich will eigentlich ein bisschen mehr wissen, weil wenn das schon eine Königin ist. Das zeige ich sehr gern. Diese komischen Metalldinger, die heißen übrigens Orgelpfeifen. Und die wir hier sehen, das sind die Prospektpfeifen, die im Vordergrund einer Orgel sind. In Wirklichkeit sind das aber nicht nur diese paar Pfeifen, die wir in der Front sehen, sondern in Wirklichkeit sind in dieser Orgel hier in Magdeburg über 6000 Pfeifen versteckt. Das ahnt man gar nicht, wo die hier hinten im eigentlichen Orgelwerk überall stecken. Roland, jetzt sitzen wir hier. Aber jetzt hast du lauter Flaschen hingestellt. Was hat denn das mit der Orgel zu tun? Ja, dazu muss man wissen, die Orgel ist ja eigentlich so der Synthesizer, wie wir heute sagen würden, unter den Musikinstrumenten, die es schon vor ein paar hundert Jahren gab. Und damals hatte man ja noch gar keine Elektronik, sondern man musste den Ton irgendwie natürlich erzeugen. Und über eine Pfeife war es eigentlich das Einfachste, einen Ton zu erzeugen. Und jeder kennt das, wenn man in solch eine Flasche reinbläst, oben an die Kante, dann hört man einen Ton. Und schon hat man einen Grundton erstmal, mit dem man etwas anfangen kann. Und wenn dieser Ton dann in so eine ganz spezielle Orgelpfeife reinkommt, dann hören wir einen ganz gezielten Ton. So kann zum Beispiel eine Orgelpfeife klingen. Aber es gibt ja in der Orgel nicht nur diese normalen Pfeifen, es gibt auch zum Beispiel Zungenpfeifen, wie wir sie aus der Mundharmonika kennen. Und den Klang einer Mundharmonika kennt sicher jeder. Sowas finden wir auch in der Orgel wieder. Und sie heißt eben die Königin, weil sie hunderte von Klangfarben imitieren, also nachmachen kann. Es gibt ja nicht nur die kleinen Pfeifen, die für die hohen Töne verantwortlich sind, sondern wir haben auch einmal aus einer ausgebauten Orgel eine große Pfeife mitgebracht. So, da braucht man nur reinzublasen. Ja, das war ganz vorsichtig, aber noch ein bisschen mehr. Ja, es kommt also ein bisschen ein Ton heraus. Aber anstrengend. Echt? Findest du das anstrengend? Ja. Dann probier mal hier die mittlere Pfeife aus. Die ist etwas leichter. Wie lang ist denn diese große? Diese große ist, glaube ich, 1,40 Meter lang. Ja, genau. Das klingt schon fast wie eine echte Orgel. Das ist ja schon mal schön. Oder eine Zugpfeife. Ja, Zugpfeife, genau. Ja, Roland, jetzt hast du ganz tolle Sachen gezeigt, aber wie ist denn das mit dem Ton? Wie entsteht der denn? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man immer reinpusten muss, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, in der Orgel kann man auch schlecht reinpusten. In der Orgel ist ein großer Blasebalg früher drin gewesen und der Blasebalg wurde damit angetrieben, dass sich jemand auf den Blasebalg stellte und dann mit aller Kraft den runtergedrückt hat. Und im Gottesdienst vor ein paar hundert Jahren, da hat sich dann eben der Kantor, das war der, der die Orgel gespielt hat, zwei, drei, vier Jungs aus der Gemeinde geschnappt und die haben dann eben diesen Blasebalg wechselseitig getreten, damit die Orgel zum Spielen immer genügend Luft gehabt hat. Und wenn der Kantor am Ende des Gottesdienstes nicht jedem Jungen seinen Groschen gegeben hat, dann waren die sauer darüber, dass sie ihr Taschengeld nicht hatten verdienen können. Und deswegen haben sie dann vielleicht beim nächsten Gottesdienst nicht genug getreten. Und wenn eine Orgel nicht genügend Luft bekommt, dann winselt sie nur noch und dann klingt sie nicht schön. Aber das ist doch heute nicht mehr so, ne? Nein, heute haben wir natürlich den elektrischen Strom, den es früher noch nicht gab. Und so eine große Orgel hier, die wird von einer Art Ventilator angetrieben. Und dieser Ventilator, der sorgt dafür, dass genügend Luft immer zu allen Pfeifen kommt.